Herzlich willkommen zu Anno. Es ist soweit. Oh, was bist du denn hier? Ah, der kommt auch gerade wieder. Interessant. Es ist soweit. Wir schicken ein Schiff, Zerschneider, auf die Nordwestpassage. Ich bin gespannt. Neue Regionen würde es geben. Jagdglück, Kampfkraft und Navigation wollen sie. Aber wartet mal. Bevor wir den hier drauf schicken, hier kommt doch... Ach, der fährt jetzt woanders lang. Ja, okay. Nee, gut, dann werfen wir den hier doch drauf. Ich hätte sonst gesagt, nehmen wir den großen. Aber na gut. So. Also, ich hätte gerne auf alle Fälle Jagdglück. Und ich fürchte, mit dem komme ich dann gar nicht so weit. Weil ich kann jetzt nicht gleichzeitig noch die ganzen Waren mitnehmen. Das heißt, wir müssten eigentlich schon ein Schiff haben, das hier bereitsteht, um dann... Okay, dann mache ich schon meine Flotte fertig, um dann gleich Stahl und Ziegel und Bretter rüberzubringen. Ich glaube, das ist das, was man braucht. Items. Nehmen wir den hier noch mit Kampfkraft mit. Apropos Kampfkraft, da sollte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr mitnehmen. Nehmen wir noch eine Dame mit. Redegabe ist auch immer eine gute Idee. Und Rationen möchte ich denen dann doch auch mitgeben. Vielleicht auch ein bisschen Heilkunst, das wird schon passen. Und generell noch ein paar Bretter, die können wir notfalls auch über Bord werfen. Aber dann haben wir auch noch etwas Geschick, wenn es notwendig werden sollte. So, du hältst hier mal an. Dann ist das ja eine gute Gelegenheit, um auch hier gleich was zu machen. Das ist vermutlich eine kleinere Insel. So ein, na, ein sehr unförmiges T auf der rechten Seite. Welche Insel könnte das denn sein? Vielleicht ist meine Insel hier ein unförmiges T. Irgendeine Flotte ist da angekommen? Nee, ist ein bisschen anders geformt. Hier vielleicht? Ist der hier unten irgendwo eigentlich sein? Ist hier ein kleiner Fluss oder so? Ein Fluss vielleicht nicht, aber es geht hier bergab. Also ich glaube, das könnte hier schon sein. Wobei, hier ist noch so ein Zacken dran. Haben wir hier jetzt so nicht... Also es ist definitiv die falsche. Da war ich etwas voreilig. Es ist vielleicht eine der kleineren Inseln. Ich hätte ja am Anfang vermutet, dass es eine der kleineren wäre. Wie wir uns nach dem Meer gesehen. Hab aber nicht weiter das Ganze verfolgt. Nein, du bist es sicherlich nicht. Das hätte ich meine vermutet, aber unten rechts, wobei ein Stück weiter in dieser Bucht. Ich jetzt so nichts? Vielleicht wird es hier irgendwo verdeckt. Durch die Bauten? Nee. Aber wir sind schon in der richtigen Region. Ich habe das mit dem roten Band aktiviert. Also alte Welt. Vielleicht bin ich einfach nur sehr blind. Du begibst dich auf ein Abenteuer? Sei nicht überrascht, wenn der alte Willy es dir gleich tut. Größere Insel. Die Waffenruhe wurde beendet. Im Südzipfel. Hier wäre aber auch noch eine Insel. Und dementsprechend sollte es eigentlich nicht unsere gesuchte Insel sein. Ach, unsere Hauptinsel hier vielleicht. Ja, genau. Gut, also, ich würde es euch dann jetzt zurechtschneiden.
mit der Expedition und dann geht es in dieser Folge hauptsächlich darum, dass wir die Nordwestpassage entdecken, hoffentlich. Oder zumindest eine neue Region für uns erschließen. Und das schaut nicht aus wie eine Region, die ich kennen würde. Es ist Spätsommer, als die Expedition die Chilling-Meerenge erreicht. Doch sind die Bedingungen in diesen eisigen Gewässern schon jetzt eine Herausforderung. Der Wind muss nur auffrischen, da schlagen die Männer schon ihre Krägen hoch und flüchten unter Deck. Das macht wenig Hoffnung, dass Sir John Faithfuls Männer 3 Winter in diesem Ort überlebt haben können. Hinter der Chilling-Meerenge gabelt sich der Seeweg. Im Westen liegt eine Kette aus kleinen Inseln, die durch teilweise geschmolzenes Eis voneinander getrennt sind. Im Süden liegt eine lange, dunkle, schneebedeckte Landzunge, die durch Dunst verschleiert wird. Und ich darf mich jetzt entscheiden, in welche Richtung es geht. Also das südliche Meer hier schaut ein bisschen breiter aus. Wenn es hier irgendwo vereist ist, kommen wir vielleicht nicht weiter. Aber ich bin mir relativ sicher, egal welchen Weg man nimmt, man wird schon irgendwie ankommen. Ist nur noch die Frage, wie hart das Ganze wird. Nehme ich an. Und ganz ehrlich, ich glaube, die sind vermutlich nach Westen gegangen, weil... keine Ahnung, Intuition. Ein arktisches Willkommen an der Chilling-Meerenge. Der erste heftige Schneesturm. Gerade als die Küste von Baffling Island in Sicht kommt, frischt der Wind plötzlich auf und eine dunkle Wolkenfront verdüstert den Himmel. Alle suchen Schutz unter Deck. Als auch schon Hagelkörner so hart wie Fels das Schiff mit solcher Wucht treffen, dass sie erheblichen Schaden anrichten. Wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren, schreit der Steuermann. Doch nur ein Held würde sich in den Sturm hinauswagen. Ihre besten Männer schicken das Segel einzuholen. Die packen das. Mehrere tapfere Helden melden sich freiwillig. Für diese Mannschaft und dieses Schiff würden wir alles tun, sagt der stämmigste von ihnen, bevor sie sich in den Sturm stürzen. Unbeirrt von Heulen und Peitschen des Windes gelingt es ihnen, die Segel einzuholen. Sie lockern die Schottleinen und ziehen die Gordinge durch, bis das Schiff allein mit dem Klüver sicher fährt. Als der Sturm abflaut, ist die Mannschaft begeistert, dass das Schiff dank dieses tapferen Einsatzes unbeschadet davongekommen ist, weil wir richtig gute Leute haben. Schleich dich doch nicht immer so an. So, kriegen sie ein wenig Schnaps zur Belohnung. Dass du das hinbekommst. Und dann haben wir, glaube ich, hier noch eine Aufgabe, die wir jetzt kurz angehen könnten. Wenn das Spiel mitspielt. Und ich glaube auch, diese Aufgabe hat jetzt viel länger gebraucht, um da anzukommen, als die anderen. Da hatte ich jetzt schon, glaube ich, zweimal von der einen Mission eine Meldung, die ich sonst nicht hatte. Bei der Nordwestpassage. Ach, nur wieder Sachen einsammeln. Das kriegen wir schon hin. Ich habe jetzt auch schon Schiffe vorbereitet. Mit 200 Brettern, 100 Stahlträgern und 150 Ziegeln. Ich hoffe, das reicht eine ganze Weile lang. Und die schicken wir dann los. Ich glaube, wir müssen dann hier ganz nach Norden. Deshalb stelle ich die schon mal in die Mitte, dass sie vielleicht nach Westen oder nach Norden dann rausfahren können. Auch noch in der Nähe unserer Gewässer, dass wir uns gegebenenfalls auch zurückziehen können. Und die Kanonen auch für uns schießen lassen können, falls irgendwas schief geht. Und dann schicken wir die in die Tundra. Und hier kommt schon das nächste Piratenjagd. Die Angst hat uns im Griff. Ah, wird schon. Läuft bei uns. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Weiter geht's. Sir, ruft der Auskuck. Dunkle Umrisse auf dem Bergkamm. Eine Gruppe erklimmt den eisigen Steilhang. Oben angekommen finden sie eine Gruppe von Treibholzbrettern, die in 3 Manns große Hügel gesteckt sind. Im Sonnenlicht ist zu erkennen, dass etwas ins Holz geritzt ist. In Gedenken an Joseph Brain, der am Neujahrsmorgen 1846 an Bord der HM Styx sein Leben ließ. Unter den anderen beiden Schneehaufen liegen John Gore und Francis Seeley. Ihre Männer erschaudern bei den Gedanken, ihre Ruhestätte zu stören. Die Gräber trotz aller Anwände der Mannschaft öffnen. Das Gelände in der Nähe nach Gräbern absuchen. Wir suchen weiter. Ah, da sind wir jetzt. Baffling Island. Hier ist der Schneesturm gewesen. Die Insel entlang der Ostküste umrunden oder der Westküste. Ich glaube, dass hier vieles gefroren sein könnte, aber hier ist auch so eine Engstelle.
100 Meter von den Gräbern entfernt finden die Männer Spuren eines verlassenen Lagers, in dem die verschollene Expedition überwintert hat. Sie hat einen Haufen aus Steinen errichtet, in dem sie ein Blechrohr mit einem zusammengerollten Brief darin deponiert hat. Sie haben einen Stand ihrer Fortschritte hinterlassen, sagt der Captain. Lady Faithful erkennt sofort die Handschrift ihres Mannes. 28. Mai 1847. Ja, Styx und Hades haben bei Latitude oder wie auch immer das hieß. Ich glaube, das war der Längengrad. Bin mir gerade nicht sicher. Und Longitude war dann der Breitengrad. Auf alle Fälle an dieser Position im Eis überwintert. Wir haben den Winter 1846, 1847 auf Baffling Island bei der Position verbracht, nachdem wir den Whaling-Kanal bis irgendwohin gesegelt sind und über die Westseite von Cornell Island zurückgekehrt sind. Den Kanal? Das müsste ja die Ostküste gewesen sein. Wir haben drei Männer an eine Krankheit verloren. Brain, Gore und Seeley. Gott habe sie selig. Morgen brechen wir nach Terrier Island auf. Wir wollen die Passage bis Ende Juni erreichen. Sie kann nicht mehr weit entfernt sein. John Faithful, Captain. HMS Styx. Ich gehe mal hier an der Ostküste entlang. Das klingt für mich sinnvoll. Das Schiff ist unterwegs zur Ostküste von Terrier Island. Die Mannschaft hofft, Sir John und seine Männer bald zu finden und betet, dass sie auf keine weiteren Hindernisse treffen. Da euch der Schneesturm echt so verängstigt. Ich kann das verstehen. Ich bin auch kein Fan von Schneesturm, aber ich habe gedacht, ihr seid gestandene Seemänner und Frauen. Gestrandet vor Terrier Island. Das Schiff ist auf einen Eisberg aufgelaufen. An der Ostküste von Terrier Island ist Nacht. Das schwache Licht des Schiffs scheint sich durch den Mond. Es scheint sich in der mondlosen Dunkelheit aufzulösen. Selbst bei langsamer Fahrt mit durchgehender Nachtwache ist das Schiff in Gefahr. Denn in der Dunkelheit lauern in alle Richtungen eisige Giganten. Direkt voraus ertönt die Warnung, doch zu spät. Ein tiefes Grollen erschüttert das Schiff, als eine Welle es erfasst und auf einen Eisberg in Form eines Backenzahns schleudert. Das Schiff ist unbeschadet, wenn es doch nur zurück ins Wasser käme. Rechtskunde? Ja. Das eisige Gefängnis bombardieren. Das Eis bricht unter der gewaltigen Feuerkraft. Jede Kanone, die auf das Ziel gerichtet werden kann, wird abgefeuert, bis das eisige Gefängnis, das das Schiff gefangen hielt, den Weg freigibt. Wie eine fröhliche Seeraube rutscht das Schiff eine Rinne hinab und plascht zurück ins Wasser. Die Besatzung jubelt und setzt den Weg fort. Entlang der Ostküste nach Sir John suchen. Befreit aus den Fängen des Eisbergs umfährt die Mannschaft Terrier Island entlang der Ostküste. Sie findet jedoch keine Spur von der verschollenen Expedition. Deswegen breiten Längengrade. Ich hätte einfach nur nachschauen müssen, glaube ich. Sie werden es an der Westküste versuchen müssen. Sir John muss wohl die riskantere Route gewählt haben. Ach, hätte ich nachgeschaut. Na gut, mein Fehler. Wir treiben ab. Die Meerengen. Die Westküste von Terrier Island ist übersät von riesigen Hörnern aus Eis. Es wird eine Herausforderung, sie zu umfahren. Werden die Meerengen irgendwann wieder aufs offene Meer führen oder wird das Schiff am Ende feststecken? Sie können entweder vorsichtig hindurchsteuern, sich von einem nahegelegenen Felsen aus einen besseren Überblick verschaffen oder Kundschafter in Ruderbooten ausschicken. Hat man denn die größten Chancen? 99% klingt schon sehr, sehr gut mit der Navigation. Einen Weg durch die Meerengen suchen. Zur Erleichterung aller erreicht die Mannschaft auf der anderen Seite das offene Meer. Da sie sich nicht auf die magnetische Nordrichtung einigen können, beschließen die Steuermänner, den Kompass zu ignorieren und auf ihre Instinkte zu vertrauen. So vermeiden sie mehr als einmal eine gefährliche Kollision. Die Mannschaft gelangt zur King William Meerenge, einer majestätischen Wasserfläche, die nach King William Island führt. Lady Faithful hat etwas gespürt. Erscheint an Deck und erzählt von der großen Hoffnung, die aus ihrem Herzen spricht. Flott. Wir können nicht erwarten, sie gleich zu finden. Dies ist eine riesige Wildnis. Es ist 2 Jahre her. Und die Admiralität sagt, sie hätte alles versucht. Aber die haben ja auch keinen Ehemann verloren. Schön. Schreiben wir im Nachhinein direkt nochmal an.
Hoch auf die Aufnahme. Noch ist ihnen in den Sinn gekommen, den King William Sund abzusuchen. Da! Ein Lager! Eins bei uns. Aber das haben wir schon erwartet, nicht wahr? Mein John hat einen schönen Platz ausgesucht. Vielleicht gibt es Hinweise, wo sie hingegangen sind. Was ist jetzt indirekt? In letzter Zeit regnet es sehr oft und ich finde, die gerade dem Wald hat es sehr, sehr gut getan. Und ich glaube auch nicht, dass es genug geregnet hat, um das alles wieder aufzuholen, aber... Hier, dafür, dass sie Johns Lager gefunden haben. Kannst du dieser Sache auf den Grund gehen? Nein, kann ich. Johns Lager soll uns dienlich sein. Von hier aus können wir jeden Längen- und Breitengrad absuchen. Wir könnten hier das Kontor übernehmen. Jetzt zeigst du mir dein wahres Gesicht. Ja. Baumfruchtbarkeit, Wale im Überfluss, Rentiere im Überfluss, Bären im Überfluss, Jagdgründe, das klingt doch gut. Ich werde mein Wissen mit dir teilen. Und dann als aller... Spielgebiet freigeschaltet. Schön. Als allererstes werde ich hier meine Schiffe losschicken. Stillgestanden, der Admiral. Auf in die Arktis. Aber jetzt Bitterkeit. Das hätte ich im Sommer machen sollen, als mir warm war. Nun gut, da muss ich durch. So, was braucht man denn hier alles? Hier gibt es noch eine schöne wobei so groß ist die Insel gar nicht. Hier ist alles voller Berge und dergleichen. Kommen wir gar nicht rauf. Das ist eine von denen, wo man nur mit dem Luftschiff hinkommt. Oder täuscht das? Auch so eine Luftschiffinsel? Das hier ist noch nicht für uns bestimmt. Ich glaube, das ist das Gebiet von der Mission, wenn ich mich recht erinnere. Hier gibt es einen Kontor. Ich kann dir den Pfad zeigen. Gehen musst du ihn selbst. Ah, hier gibt es ganz viele Relikte, die ich gerne einkaufen würde. Wir schauen erstmal, bevor wir uns hier den Kontor nehmen, ein bisschen weiter um. Brauchen wir doch gar nicht so viele Inseln. Selbst so eine Mini-Insel hier gibt's. Ich glaube, die Mini-Inseln würde ich gerne weglassen. Wobei, hier gibt's Gold. Haben wir hier auch Gold? Ich glaube, wir brauchen hier gar kein Gold. Kann das sein? Das ist nur extra zur neuen Welt. Gold. Gold. Und natürlich keine Kohle. Wir sollten dann definitiv mal hier Kohle herbringen, wenn ich mich recht erinnere. Wale, Rentiere, Bären, Jagdgründe. Das hast du dir mehr als verdient. Vom letzten Beutezug. Wale, Rentiere, Bären, Jagdgründe. Sag mir nicht, dass es hier alles dasselbe gibt. Das habe ich nicht so in Erinnerung. Ah, hier gibt es nicht alles drauf. Wir sollten uns die größten Inseln, glaube ich, rauspicken. Auch alles immer im Überfluss, außer die Jagdgründe. Ja, hier waren wir schon. Hier gibt es noch eine Insel. Brauchen wir wirklich vier Inseln hier? Ich glaube fast nicht. Es gibt ja auch keine unterschiedlichen Sachen und dergleichen. Hier gäbe es zweimal noch Gold drauf. Und die ist auch relativ groß. Hier ist ein See in der Mitte. Und gäbe es nur einmal Gold. Die ist relativ groß, aber auch recht schmal, die ganzen Stellen hier immer. Zwei Goldvorkommen. Nochmal zu den kleinen Inseln. Nicht, dass hier irgendwas Robben. Hier gibt es keine Robben. Dann hatte ich mich doch richtig erinnert. Hier gibt es Robben im Überfluss. Auch Robben im Überfluss. Robben? Hier gibt es wieder keine Robben. Auf den großen Inseln gibt es keine Robben. Okay, also wir müssen zwangsläufig uns auch eine kleine nehmen. Und ich weiß gar nicht, waren die Robben für die Küsten?
Hier ist noch kleiner. Die hier ist winzig. Dann würde ich lieber am ehesten da die nehmen. Vielleicht sogar zwei kleine dann. Oder schnappen wir uns hier noch eine große? Ich würde die hier, glaube ich, auf alle Fälle mitnehmen. Und dann am besten zwei kleine. Die hier ist recht groß. Die hier ist, naja. Also von den kleinen ist die andere recht groß, wollte ich sagen, aber... Schön ist das hier nicht. Ihre Hoheit billigt. Nimm mal die Ladung auf. Dass wir es jetzt haben. Dann schauen wir uns auch von hier aus nochmal die Zeitung an. Können wir direkt ich so rausgehen. Für das Vertrauen, Direktor. Jetzt muss ich nochmal zurück. 10 Minuten nur noch. Das wird knapp. Aber ich glaube, bis die Schiffe da sind, dann würde ich nochmal kurz in meine schlaue Liste reinschauen. Ich habe mir nämlich mal irgendwann eine Liste angelegt, was ich hier brauchte oder machen wollte. Und dann weiß ich auch, ob ich die Robben hier nur am Strand machen kann. Irgendwas war noch am Strand. Ich weiß nur nicht mehr was. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Schiffe angekommen sind. Dann können wir nämlich auch richtig bauen. Dann nutzt mal die Gelegenheit noch, um hier ein bisschen was zu machen. Die Aufgaben, soweit wir können. So, da sind wir wieder. Nicht nur mit dem Schiff hier, sondern mittlerweile auch mit den anderen. Und was ich, glaube ich, hätte machen sollen, ist die Ressourcen ein wenig besser verteilen, denn ich glaube, wir können sogar nicht direkt ein Konto bauen. Ernsthaft? Ihr steuert hier straight drauf zu, um dann festzustellen, oh, wir müssen ja noch eine Ecke fahren. Okay, warum nicht? Die packen das schon. So, ich hätte gern dieses Konto. So wie sie es verlassen haben. Wir durchsuchen die Hinterlassenschaften und schaffen dann eine Zuflucht für uns. Achtung, Admiral anwesend. Ihr kriegt Schnaps. Bevor du dich überall breit machst, denk dran, was wir besprochen haben, ja? Nehmen hier gleich nochmal was mit, in der Hoffnung, dass wir hier direkt noch mehr Inseln gründen können, besiedeln können direkt. Schau mal an. Genau, schön hier so ran. Das wäre die Idee. Okay, ich glaube, da sind wir schon maximal weit. Konto bauen für 8 Einfluss. Ja, 8 ist nicht das Ding. Wie behältst du da nur den Überblick? Stillgestanden, der Admiral. Aha! Du bist gerade dem großen Willy in die Quere gekommen. Flotte segelt im Kommando. So, dann ihr gleich mal weiter. Und du auch da hoch. Dann haben wir jetzt 2 große Inseln. Da habe ich mittlerweile auch nachgeschaut. Zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut und das unterbrochen. Es hat gefühlt Ewigkeiten gedauert, ehe die Schiffe hier waren. Zugegebenermaßen, die waren voll beladen, mussten erstmal noch durch die halbe Region bei uns in der alten Welt. Aber das hätte bestimmt 10 Minuten, nee, mehr, 20 Minuten locker der Folge eingenommen. Das ist auf nur aufs Warten, das muss ja nicht sein. Von daher bin ich ganz froh, dass ich gleich dran gedacht habe, das zurechtzuschneiden und mir einen Marker gesetzt habe. Und ja, auf alle Fälle. Wir haben diese Insel jetzt hier. Ich habe jetzt auch nachgeschaut. Es gibt Wale, Rentiere und Bären hier. Und hier gibt es ja nochmal Robben. Und Robben und Wale brauchen den Strand. Und dementsprechend war es ganz gut, dass wir auch, glaube ich, gleich mehrere Inseln uns genommen haben. Tarnung. Jagdkenntnisse. Wir jagen. Na, schade. Hätte ich vielleicht das andere nehmen sollen? Na gut. Und, dann haben wir hier mehr Strände in der Hoffnung, dass wir dann besser klarkommen. Es wäre bestimmt auch nur mit 2 Inseln gegangen. Aber warum nicht? So, und so kriegen wir noch ein wenig was. Schau mal an. Muss es anklicken, ich verstehe. Also wir haben die Lager und dann wird sie jetzt gleich uns sagen, was wir in den Lagern gefunden haben, nehme ich an. Halt! Ein Haufen aus Steinen, aufgestapelt von einem Hochländer. Ist unsere Zeit wohl wert.
Sir Johns Habseligkeiten. Verkriecht euch alle in eure Zelte, aber denkt dran, dass die Wärme der Öfen nicht weit reicht. Yep. Wir sollen eine Kantine und 6 Entdeckerbehausungen bauen. Johns Tagebuch. Öffnen Sie es. Er wusste, dass wir ihn suchen würden. Machen wir gleich. Aber ich glaube, ich würde erstmal. Kann ich dich eigentlich noch verschieben? Könnte man nicht irgendwie einen Kontor verschieben? Yep. Würde es vielleicht ganz gerne hier weiterhin schieben. Ich weiß auch gar nicht, wie clever das denn wirklich ist. Auf alle Fälle würde ich es, glaube ich, gerne hierhin verschieben. Dann sind wir in die Richtung, wo wir so oder so schon dann Sachen abliefern werden oder anliefern und dergleichen. Ich glaube, das passt ganz gut. So. Ja, dann nehmen wir das auch hier möglichst an der Kante. Das können wir auch so schon hier hin und her schieben. 3 Einfluss nur. Das hängt scheinbar mit der Inselgröße zusammen, weil die Inseln hier alle mehr oder weniger winzig sind. Geht das ganz gut. Bin ich blind? Das haut mich aus den Socken. Woher hast du nur diese Insel? So. Dann hier rüber. Nachdem die hier auch da sind. Warte mal. Die Richtung wäre es nicht. Ja, gut, schon in die Richtung. Also auch hier, wenn möglich, an der Kante. Ein Tor bauen. Du bist wirklich überall zu finden. Flotte erwartet Befehle. Tja, ich gebe mir Mühe. Klar, das musste ja sein. Jetzt, wo meine Berater alle sagen, ich soll die Füße stillhalten. Dann laden wir hier wieder alles auf, was wir gerade eben abgeladen haben, ohne meine Zustimmung. Und dann müssen wir vermutlich das hier auch wieder abholen, weil sie hier, ja, hier haben sie auch wieder alles vollgehauen. Ziege kann man gar nicht gebrauchen hier. Oha. Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung, aber Stahlträger. Hätte ich gleich mehr Stahlträger mitbringen können. Ah, hier ist das Tagebuch. Logbuch von Captain Sir John Reginald Patience St. Smithson Faithful. Wenn die Hades und Styx hier waren, haben die Inuit sie sicherlich gesehen. Vielleicht können sie uns helfen. K-C-H-F-R-G-S. Der hat ja einen schönen Namen. 14. November 1847. Waren sie da nicht schon 2 Jahre unterwegs? Wir haben ein Lager auf King William Island aufgeschlagen, wo wir über Winter Schutz finden wollen. 3. Januar 1848. So langsam nähern wir uns dem Ende dann. Wir sind im Westen einigen Inuit begegnet. Zuerst waren sie zurückhaltend, doch später tauschten sie Eisen von uns. Sie haben uns tote Seehunde angeboten, welche wir natürlich höflich abgelehnt haben. Wir haben genug hervorragendes Essen in Dosen an Bord der Styx und Hades, das ein Leben lang reichen wird. Aber vielleicht können sie uns stattdessen einen Weg zur Nordwestpassage zeigen. 11. März, also nochmal 3 Monate später. Die Inuit haben uns zu einem Kanal geleitet, der tief ans Eis führt. Unsere Instrumente zeigen, dass das Eis von Tag zu Tag dünner wird. Zeit für unsere mächtigen Eisbrecher. Wir können unter Beweis zu stellen. Schon bald werden wir die Ersten sein, die den wunderbaren Schiffskanal zwischen Ost und West öffnen. Morgen brechen wir auf. Inuit finden. Kriegen wir hin. So, mehr geht nicht. Ein Holz abladen. Oder zumindest... Nee, warte mal. Du bleibst erstmal hier und dann wir schauen mal, ob wir das Holz nicht noch hier einsetzen können. Wir haben ja noch mehr Aufgaben. Ah, das kann ich noch nicht mal bauen. Chemikan. Ah, da hier kann ich was bauen. Aber das ist nichts, was ich im Moment setzen wollte. Walfängerei. Wollte ich eigentlich... Na, muss ich vielleicht nochmal umbauen. Straße. Hier einfach irgendwo mitten rein. Das werde ich mir dann alles wieder zurechtziehen, wenn ich hier weiß, wie ich mit den Walen... Ich würde hier das Maximum aus den Walen rausholen wollen. Der Rest kann dann irgendwie anders erfolgen.
Aber wenn ich dann weiß, wie es ausschauen soll, dann können sie hier gerne noch weitere Sachen machen. So, hier drei Häuser. Hier drei Häuser. Mission Entdeckung. Achtung, Admiral anwesend. So, und dann haben wir auch hier das Holz abgeladen. Wir können hier schon vielleicht ein paar Items mitnehmen. Es ist wirklich arschkalt. Bring schnell das Kohlefeuer in Gang. Wärmeversorgung, Köhlerei und Heizofen wollen sie. Jetzt pack mal. Warte mal, du hast genügend Material. Bei dir fehlt noch eine ganze Menge. Neue Befehle? So. Euch lassen wir dann hier rüber schippern. Um auch da Material abzuladen. Ihr möchtet einen Ofen. Kriegt ihr. Aber erstmal wäre sicherlich eine Köhlerei nicht schlecht. Die stellen wir erstmal irgendwo hin. Ich würde es dann so oder so, wie gesagt, alles nochmal umschieben. So. Dann macht ihr mal. Die Sekunden lang das halten, das kriegen die auch durchaus von alleine hin. Dann schauen wir noch mal kurz in die anderen Welten. Ihr habt euch aber unglücklich hingestellt. Expedition kommt zurück. Freut mich. Sehr schön. Mehr Legendäre. Sehr, sehr cool. Dann würde ich, glaube ich, gleich noch meine Ladung fertig machen an Items, um die in die andere Region zu bringen. So. Stück für Stück. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel wir in Kap Trelawney eigentlich noch brauchen. Einen Stahlbeton. Ah, du lieferst hier nochmal. Dann sind es noch 100. Zurück in die alte Welt. Berlin müsste schneller sein. Also 100 Stahlbeton bräuchten wir noch. Dann können wir hier eigentlich noch ein anderes Item mitnehmen. Oder wollen wir irgendwelche Items mitnehmen? Ich glaube, das geht schon. So. Eine gute Dame davon. Hier holen wir noch 100 Stahlbeton. Schauen mal, dass wir, achso, hier hatten wir vielleicht noch irgendwo eine Aufgabe offen. Ich war der Meinung, wir hatten hier noch irgendeine Abschlussaufgabe irgendwo. Schmuggeln? Nein, danke. Nicht in der Folge, auf alle Fälle nicht. Aber so eine Abschlussaufgabe. Die nehmen wir mit, sonst stapeln die sich irgendwann. Oh, zwei schnelle Kanonenboote. Weiß nicht, wie gut mir das gefällt. Ich glaube, Eisvögel haben wir schon. Die sind auch in keinem Set dabei. Also was soll's. So, Kap Trelawney waren wir eben schon kurz. Aber hier gibt es bestimmt noch mehr zu tun. Genau. Ein wenig abliefern. Noch ein wenig mehr. Das neue Karten. Keine goldenen. Dann noch schnell in die neue Welt. Ein wenig abladen. Haben die eigentlich alle genügend Baumaterial? Hier könnte man noch 21 Steine hinbringen. Hier fehlt nur noch ein bisschen Stahl. Komm, nehmen wir die 21 Steine schnell noch mit. Das ist ja nun kein Ding, wenn wir schon mal hier sind. Können wir bei Gelegenheit dann gleich wieder weiterbauen. Ordentlich. So. Und die Leute in der Arktis müssten mittlerweile auch zufrieden sein. Wenigstens wird die Wärme sie in ihren letzten Tagen trösten. Holzfällerhütte und Sägewerk. Ich weiß noch nicht, wie gut mir das gefällt. Ich zeige Ihnen, wo die Männer hingegangen sind.
Eigentlich wollte ich nämlich hier die ganzen Holzbretter verbrauchen. Ich möchte mit der Verfolgung beginnen. Okay. Roter Inuit folgen. Mach das mal. Ich glaube, dann würde ich vielleicht die Bretter noch auf die anderen Inseln mitverteilen, wenn wir jetzt so oder so hier schon was machen müssen. Mit Holzfällerhütte und dergleichen. Achtung, Admiral anwesend. Und dann versuche ich auch noch mal ein wenig umzuladen. So doof wie das vielleicht klingt. Mehr als bereit. Dass wir die Steine vielleicht auf einem Schiff hier hinstellen? Ihr Hafen wird angegriffen. Was? Na gut, dann wenn die sich alleine erledigen wollen, habe ich da wenig dagegen. So. Die Warnung weg. Dann hier Stahlbeton mit. Ach, so nicht. Stahlbeton mitnehmen. Auf nach Kap Trelawney. Schade, noch nichts Neues. Dann ein wenig Holz abladen. Holz haben wir dann hier in dem Schiff noch ein wenig übrig. Dann würde ich dem gleich noch gerne ein paar... Oh, dann würde ich gerne hier tauschen, dass wir hier auf irgendeines der Schiffe alles mit Steinen drauf packen. Obwohl, wir schießen, wir lassen die so oder so hin und her fahren. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn die Steine verteilt sind. Aus dem Grund, dass dann die Ladung verteilt ist und dementsprechend wir vermutlich ein Stück schneller unterwegs sind. Sondern hier auf die große Insel noch Holz abbringen, das habe ich eben gerade erst eingeladen. Na gut, doof gelaufen. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Oh, wo fahren wir denn lang? Die haben aber einen glücklichen natürlichen Schutzwall, mehr oder weniger. Solange man keine Fernwaffen hat. So, wir fahren dem jetzt hier hinterher. Hier vermutlich nicht lang, aber hier. Und dann sind sie hier vermutlich irgendwo dann zu Fuß weiter. Oder ihr Schiff ist irgendwo festgefroren und dann sind sie gestorben. Schauen wir mal. Gut, nachdem wir jetzt hier die Bretter schon haben, Material. Hier einfach, so doof wie es klingt, aber erstmal irgendwo hin. So. Ach, und da sagst du wieder nur 98%. Dann schieben wir dich noch ein wenig nach oben. Und da sagt er mir echt, wir brauchen Wärme. Oh Mann, das hatte ich mir ein wenig anders gewünscht. Der Teufel fordert seinen Tribut. Expedition verlangt nach unserer Aufmerksamkeit. Ah, hier sind oben sind die Wege. So. Und dann auch nochmal hier etwas. Und das passen wir dann alles bei Gelegenheit an. Das tut den Händen gut. Fahre es weiter an, damit wir uns hier draußen nicht den Tod holen. Cool. Papagei. Dann sollte er jetzt unsere Siedlung hier auch erstmal ein Stück weit alleine klarkommen, wobei ich das eigentlich noch nicht glauben kann. Ach doch, die brauchen erstmal nur Wärme. Die brauchen nichts zu essen. Schlafsäcke bei 200. Hier, da war's. Habe ich das falsch verstanden? Hier 100, da 500. Also Pemikan gibt es demnächst. Und die brauchten erstmal nur die Kantine, was auch immer die da verfüttern. Luft, scheinbar. Aber das passt schon. So, hier ein wenig Holz hingeliefert. Würde ich gerne noch hier ein wenig Holz abliefern. Wir kommen tatsächlich hier immer näher.
ging mir noch ein bisschen was von der Aufgabe heute erledigt. Das freut mich doch sehr. Aber unser Freund von der Techniker, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Nathan, Nathaniel, keine Ahnung. Ach, warte mal, hier, du brauchst ein Lagerhaus. Ja, okay, ich sehe das Problem, das verstehe ich. Kann man das denn hier auch wieder upgraden? Ja, tatsächlich, aber im Moment noch nicht. Ich habe schon lange jegliches Gefühl in den Händen. Die Radien sind alle kleiner, kann das sein? Das heißt, die Inseln sind eigentlich gar nicht so klein, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen, im Vergleich zu den Rieseninseln, auf denen wir uns im Moment sonst bewegen. So, die brauchen noch einen Moment. Und hier müssten wir gleich ankommen. Ach, ein schönes Bild. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kommt Blitz. So, liebe Inuit. Was sagt ihr dazu? Das Eis hat ihnen den Weg zu dem Ort versperrt, an den sie ihre Boote gebracht hatten. Ei! Die Hades und Styx sind hier vorbeigekommen. Auch wenn es unseren letzten Atemzug kostet, wir müssen sie finden. Ich werde mein Leben nicht für Tote riskieren. Hier haben sie etwas mehr. Wir müssen uns ins Zeug legen, um diesen zugefrorenen Kanal zu räumen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man in so einer lebensfeindlichen Umgebung das Ganze irgendwie schaffen würde. Wir nehmen unseren Kram und bereiten eine Eisbrecherbrigade vor. Volle Segel! Also Pemikan wollen sie. Oh, was gibt's denn hier? Auch noch mehr Beschäftigte. Was das angeht, hier kriegt er erstmal noch den nächsten 6 Leute. Das sind sogar nur 4. Tja, dann gibt's direkt noch ein Haus. Und ich hab dann hier zu wenig Leute für den Walfänger. Na gut. Möchte ich die 100 Leute jetzt wirklich schon direkt starten? Eigentlich nicht. Aber ach komm, auf geht's. Verbraten wir noch ein paar der Bretter. Warte mal. Ihr kommt noch ein Stück weiter, wenn wir euch einen Weg geben würden, sicherlich. Jupp, soweit läuft das. Wie viele Häuser haben wir denn? 4, 10, 14, 16, 19. In jedem leben im Moment 4 Leute drin, also eigentlich brauchen wir 25. Ach, und das letzte Haus hier wird schon nicht mehr mitversorgt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr schön, das nächste Schiff da. Hier werde ich, glaube ich, die Wege noch mal ein wenig anpassen. Ich fürchte fast, um eine weitere Köhlerei im Moment erstmal nicht drumherum. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich würde dann irgendwann, glaube ich, das habe ich schon für mich festgestellt, du stellst sonst die ganzen Inseln mit Köhlereien voll. Ja, hast du doch nicht alles gelöscht? Ach, da ist jemand langgefahren. Interessant. Was man sonst alles hier mit Köhlereien vorstellt. Und ich glaube, Kohle können wir auch einfach aus der alten Welt hierher importieren.
Ja, so weit reichten sie gar nicht. Ich hätte das, glaube ich, alles noch ein Stück anders hinstellen sollen. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Hier hinten. Er möchte eine Expedition, da kümmern wir uns später drum. Würde, glaube ich, noch einen Heizofen gerne hier hinstellen. Wie weit kommt denn Höhlerei? Ja, bis zur Ecke hier auf alle Fälle. So. Ach, eine schlechte Stelle. Na gut. So, dann sind es hier auf alle Fälle noch 4 Gebäude. Hier haben wir noch 2, sind 6. Dann mit den 4 sind es 10. 18. 24, also ein Gebäude fehlt noch. So, und damit sollte es funktionieren, hoffentlich. Bis wir die 100 vollkriegen, dann setze ich hier die Wale hin. Und dann sind wir auch, glaube ich, heute schon ein ganzes Stück weit gekommen. Jetzt können wir bei dir alles einkaufen. Erstmal die ganzen seltenen. Ich glaube, ein Rentier haben wir schon. Polarwolf. Weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Ich würde kurz nachschauen. Rentier und Polarwolf. Ah, blau. Rentier haben wir mehr als genügend. Polarwolf. So, weil ich das natürlich sofort einsetzen kann. Kann sein, dass wir keinen Polarwolf haben. Warum gibt's? Also kaufen wir auf alle Fälle jetzt mal schnell den Polarwolf. Mehr als bereit. Moschusochse habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Moschusochse, den habe ich eben gesehen. Den Polarfuchs, da muss ich nur noch schauen, wie viele wir davon schon haben. Und eine Ringelrobbe, da bin ich mir sehr sicher, dass wir den nicht haben. Nehmen wir gleich mal mit. Und dann kannst du nämlich auch schon mal so langsam wieder in Richtung Heimat fahren. So. Ihr könnt hier ruhig noch eure Bretter abladen. Neue Befehle? Da sind noch ein paar Bretter. Und hier noch ein paar. Ach, siehst du, Stahlträger, die habe ich jetzt vergessen. Ja, komm, dann laden wir die hier ab. Und die nächsten Bretter bringen wir dann hier rüber. Und von hier aus geht es dann auch gleich zu den Inuit, um noch ein paar Items mitzunehmen. So. ...87 von 100. Woran hapert es denn im Moment? Ach, ihr seid noch nicht alle eingezogen. Ah, nee, wartet mal. Ach, reicht das gar nicht bis hier hinter so richtig? Hm, das habe ich mir ein wenig anders vorgestellt. Kommst du hier oben hin? Kriegen sie natürlich noch eine Straßenanbindung. Ach, hätte ich es auch ohne den zweiten Ofen geschafft. Okay, hier will die Kantine nicht mit hin. Nun aber. Grün. Bei dir noch nicht. Hast du denn die komplette Kantine? Nope. Ach ja. Aber euch. Bei euch läuft's. So, dann sollten jetzt 100 draus werden. Zoologische Expedition. Es werden mehr. Wenn wir die 100 erreichen, dann würde ich sagen, haben wir auch für heute, glaube ich, genug geschafft. Um den Pemmikan kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich würde dann auch schon mal eine Route einrichten, die hierher Kohle bringt. Dafür baue ich ein neues Schiff. Nur um das jetzt schon mal anzukündigen.
Ansonsten... Das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Ich glaube, hier kommen wir soweit klar. Ich werde noch weiter Items hin und her bringen. Wenn dann noch ein paar Items hin und her gebracht sind, würde ich auch noch irgendwann die Taschenuhren mit euch schaffen wollen. Und wenn wir jetzt hier schon sind, würde ich gerne die Gassachen anschließen. Jetzt recht flott, sodass wir die Gaskraftwerke in Kap Trelawney kriegen. Und sobald wir dort die Gaskraftwerke haben, würde ich vorschlagen... Mich gerade... dass wir uns dem Palast danach zuwenden. Wobei wir da auch noch eine Aufgabe haben mit den Glühbirnen dergleichen. Aber da würde ich auch für einen Strom warten. Also im Prinzip, Taschenuhren stehen noch offen. Ansonsten nur Items anbringen. Haben wir die 100 denn jetzt erreicht? 99. Wird doch nicht bei irgendeinem hapern. Scheint mir alles in Ordnung zu sein. 4, 4, 4, das sind die, die wir zuletzt verschoben haben. 4. Wo fehlt denn jetzt noch eine? Typ. So. Ich hätte nie gedacht, dass es kälter sein könnte als in dieser Februarnacht, als wir unser Lager an den Seen aufschlugen. Was denn, der Entdecker? Jetzt ist hier aber genügend Wärme. Es ist auch die Kantine ausreichend vorhanden. Dann sollten hier an sich nur noch die zwei Leute... Was? Auf einmal fehlt hier noch irgendwo einer. Weil der kurz keine Straßenanbindung hatte. Okay. Drei. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das sollte jetzt von alleine kommen. Die 100 haben wir, wobei, vielleicht kommt noch eine nette Aufgabe dergleichen dazu. Schauen wir mal. Wollte ich noch den Moment abwarten. Ja, weil können wir uns mal um unsere Schiffe kümmern. Mehr als bereit. So, ich muss hier noch ein paar Bretter ab. Und dann... Das, ne, ich glaube, ich kann doch gar nichts machen. Taucherglockenaufgabe, okay. Das müsste man dann auch mal mit der Taucherglocke herkommen. Wird aber lieber erstmal hier mit den Schiffen hinsegeln und dann fleißig Items kaufen, um die Schiffe dann zurückzuschicken. So. Drei Leute. Woran hapert's denn? Zwei Leute. Habe ich irgendwas verpasst oder ist das jetzt Arbeitsverweigerung? Sollte doch eigentlich funktionieren, oder nicht? Das sind die Heizöfen. Interessant. Ich hätte das ja nicht so gemacht. Aber okay, wenn Sie meinen, dass das so funktioniert... Nichtsdestotrotz, 4, sehr schön. 3, dann dauert es nur einen Moment. Aber wenn die einen Moment brauchen, würde ich nochmal schnell in die alte Welt schauen. Blitz ist angekommen. Wir brauchen ja keinen Stahlbeton mehr da drüben. Lohnt sich, glaube ich, ab jetzt immer, hier Items abzuholen. Apropos, wir haben doch noch einen Rettungseinsatz. Und ich habe hier eine Aufgabe vergessen. Es sind nur noch 10 Minuten. Wo seid ihr? Ah, das könnte sehr knapp werden. Dann habe ich das aber selbst versemmelt. Dann ist es nicht nur wieder einfach 5 Meter nicht nah genug dran. Ich glaube, wenn ich es selber versemmelt habe, dann ist das nicht schön. Dann kann ich mir aber nur selbst die Schuld geben. Das ist nichts, was mir so gar nicht gefallen würde. Dann muss ich einfach selbst besser werden. So, was können wir denn bei dir kaufen? So, hat mir eben schon nachgeschaut. Also hier würde ich, glaube ich, wobei, nee, wir schicken hier schon mal Fliegen los. Für einen Rettungseinsatz müsste das gut funktionieren. Da, als allererstes. Wir brauchen Glaube. Glaube ist ja schwierig. Ich glaube, dann nehmen wir gleich mal, müsste ja Gold sein, müsste recht einfach zu finden sein, genau. Die gute Frau hier, mit der kommen wir recht weit. Dann brauchen wir noch Kampfkraft. Und dann sind wir auch eigentlich schon sehr gut unterwegs. Dann können wir noch die ganzen üblichen Sachen nehmen. Und dann passt das.
30 Heilkunst reicht eigentlich locker aus. Haben wir irgendwas, was Rationen gibt, was nicht... Ja, na, du bist keine Ration. Kampfkraft. Der gute Kaffee. Ach komm, Attacke. So, pack mal hier schon mal wieder Items drauf. Na, so war das nicht gedacht. Da ist es gerade ein wenig hin und her gesprungen, weil die Liste nicht mehr lang genug war. Dann nehmen wir noch andere Items mit. Und schicken dich nach Kapt Belorni. Dann, schnell noch in die neue Welt geschaut. Geben hier ein paar Steine ab. Gibt es hier eine Aufgabe? Nee, dann können wir dich auch hier rüber schicken. Und noch was Interessantes einkaufen. Schnell nach Kapt Belorni. So, und dann würde ich gerne noch Stahl mitnehmen. Ich weiß nämlich, in der neuen Welt haben wir noch nicht überall Stahl voll. Und hier fehlen noch 77 Stahlträger. 203. Also laden wir hier ruhig noch 77 Stahlträger auf. Dann können wir nämlich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dann muss ich nicht nochmal irgendwann einzeln da Stahlträger rüberschippen. Wenn ich so oder so unterwegs bin, dann passt das, glaube ich, ganz gut. So, 77. Und dann hier rüber in nach 203. Dann können wir auch da die Karte gleich noch einsetzen. Die Wiege möchte weiter Goldkarten kaufen. Gibt's keine. Du möchtest Sachen abliefern. Warte mal, habe ich da gerade 100 Stahlbeton eingeladen? Ah, 100 passt. Perfekt. Fenster und dergleichen könnte man noch gebrauchen bei Gelegenheit, aber die Items sind erstmal wichtiger. So, die Arktas. Haben wir es? Ja, wir haben die 100 Leute zusammen. Okay. Also, dann werde ich das hier schon mal versuchen, ein Stück hübscher zu machen. Ich werde die Kohle einrichten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier dann weitergeht. Im bitterkalten. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß dran. Ich auf alle Fälle. Mir brennt es eigentlich schon unter den Fingernägeln, weiter aufzunehmen, aber es ist schon recht spät. Und da muss ich wohl etwas warten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.